Mahlzeit. Ich habe neues Spielzeug bekommen, in der Hoffnung, dass das Richtige drin ist. Das hier müsste ein LoRa-Gateway sein. Ja, mein IC880 oder was es war, hatte ich hier schon mal gezeigt. Theoretisch sagt es, es klappt noch, aber es kommen keine Nachrichten, das glaube ich nicht. Und da ich gerade eh für ein anderes Projekt was brauche, würde ich sagen, wir nehmen mal ein kommerzielles hier in Betrieb und versuchen das an TTN anzubinden. Gucken wir mal, das sieht soweit richtig aus. Müssen wir hier noch. Achso, ein ESP32C6. So, das hier ist, wie wir sehen können, von Seed Studio. SenseCap M2 LoRaWAN Indoor Gateway. Indoor ist natürlich immer so Definitionssache. Ich meine, das Ding hat abgesetzte Antennen und ich würde eigentlich vermuten, dass die Antennen raus können. Ich muss mal gucken, ob es da irgendwelche Limits gibt, die hier gerissen werden. Teilweise ist es so, dass man in Deutschland zum Beispiel nur mit geringerer Sendeleistung senden darf, wenn man draußen was baut. Version ist im Übrigen auf jeden Fall schon mal die wichtige. EU868, das ist dann 868 MHz. Normalerweise haben die hier ihre eigene Cloud, whatever das ist. Aber es sollte halt auch mit TTN funktionieren und dafür möchte ich es benutzen. Das Ganze technisch gesehen ein... Oh, nett. Das ist größer als gedacht. Technisch gesehen ist das hier einfach ein OpenWRT-Router, wo man so per SPI, schätze ich, oder USB ein LoRaWAN dran gemacht hat. Okay. Dazu kommt dann dieser wunderschöne Antennenfuß und... Größer als erwartet, diese wunderschöne Antenne. Das Ganze läuft mit einer Wandwarze. Was hat die? 12 Volt, 2 Ampere, also 24 Watt. Ich gehe mal davon aus, wir werden da ein bisschen runterbleiben. LoRa selber ist ja doch recht energieeffizient. Und so ein OpenWRT braucht jetzt nicht so viel. Was haben wir an der Rückseite? Wir haben den Input, einen Ethernet-Anschluss mit PoE-In. Das heißt also, wir können das auch ohne Netzteil betreiben, wenn wir einen Switch haben, der PoE hat. Konsolenanschluss, eine Nano-SIM und eine Micro-SD, wenn man das Ding per 4G betreiben möchte. Ich glaube, der hier hat aber kein 4G mit drin. Ein Button, der Button heißt. Okay, ich hätte jetzt Reset erwartet. Und LEDs für Power, LoRa, WAN und WLAN und LTE. Gut, hier haben wir dann noch den Antennenanschluss. Und das war's, auf der Rückseite Typenschild. Da ist, genau, Do Not Share This Label, da ist unsere MAC-Adresse drauf, die EUI-Code, API-IP-Adresse, Benutzername und auch das Standard-Kennwort. Okay, sounds good. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier was ans Leben bekommen. Machen wir erstmal hier unseren Bausatz für die Antenne zusammen, denn es gibt so eine Grundregel bei allem, was irgendwie in Richtung Funk geht. Entweder man hat eine Antenne dran oder man steckt es nicht ein. Denn das Problem ist, wenn ein Antennending irgendwie versucht zu senden und es ist keine Antenne dran, dann kann das extrem zurückreflektieren und zwar so stark zum Teil auch, dass dann der Sender beschädigt wird. Deswegen möchte man immer eine Antenne oder entsprechend dann Dummy-Load oder Ähnliches dran haben. Wir hätten eine Antenne, die ist hier mit dem. So. Und damit wäre das hier fertig. Das ist eigentlich in den Sicherheitsgedönsen hier. Steht da was Wichtiges drin? Alle externen Netzteile, die mit diesem Produkt verwendet werden, müssen dafür relevanten Vorschriften und Normen entsprechen. Ja, bitte prüfen Sie Kabel zur Verwendung, Gefahr von Kurzschluss. Ja, vermeiden Sie Kontakt zu Wasser oder Feuchtigkeit. Legen Sie die Platine während des Betriebs nicht auf eine leitende Oberfläche. Keine Wärmequellen. Normaler Arbeitstemperaturbereich, keine starken Lichtquellen, gut belüftete Umgebungen. Also, das ist, glaube ich, nichts so Relevantes. Was ich natürlich noch bräuchte, wobei, könnte sein, dass das Ding WLAN hat, dass man es per WLAN einrichten kann. Denn ansonsten muss man per Netzwerkkabel dran und da müsste ich jetzt erstmal gucken,
Viele neue Laptops haben ja leider keine RJ45-Buchse mehr. Da braucht man dann erstmal rumgedongel. Aber nee, wird schon. Ja, kann nochmal sicher gehen. Ja, ist sonst nichts. Das heißt, wir müssten jetzt hier Lampen bekommen, wenn ich eine Steckdose finde. Und Strom an. Die sieht schon mal gut aus. Oh, oben drauf leuchtet es auch. So, gehen wir mal einen Moment zum Booten. Dann schauen wir mal, ob es ein WLAN ein neues gibt. Ich meine, ich könnte jetzt natürlich die Anleitung runterladen. Die gibt es bestimmt online. Aber immer noch nichts, was nach dem hier klingt. Der ist jetzt blau geworden in der Zwischenzeit. Aber die WLAN-LED ist auch noch aus. Also. Okay, nach einem Moment ist jetzt hier auch LoRa blau geworden. Das heißt, der hat wohl offensichtlich irgendwie das LoRa-Modul online. Ich habe in der Zwischenzeit mir aber auch mal den Quick Start Guide und da ist dann Access via Device AP Hotspot. Da steht, press the button for 5 seconds until the blue indicator flashes slowly to enter configuration mode. Machen wir das mal. 5. Okay, jetzt ist auch die WLAN-LED an. Jetzt sollten wir theoretisch ja einen Hotspot kriegen. Gerade gucken, ob ich noch ein Gerät habe. Okay, nehmen wir mal das hier. Netzwerk, Internet. Und hier haben wir einen Hotspot mit SenseCap. Das klingt gut. Passwort. Default Password 1234568. Nee, okay. Sounds good. Kein Internetzugriff ist richtig. Und dann gehen wir im Browser auf die 192.168.168 nochmal und dann die 1. Tja, und irgendwie will der nicht. Na gut, dann probieren wir es nachher wohl mit dem PC. Dann nutzen wir halt den Klassiker. Gerade USB-Netzwerkkarte hier besorgt. Die wird wohl funktionieren. Das WLAN hier irgendwie mich nicht 100% reinlässt. Kann natürlich am Handy liegen, aber wie gesagt, jetzt keine Lust auf den Stress. So, kriegen wir eine Lampe. Wir kriegen eine Lampe, das ist gut. Zum PC rüber und machen ein wir können jetzt den Client auf das Interface machen. Der müsste eine IP bekommen. Na gut. 168.168. Irgendwas. Und können wir was pingen? Nö. Oh, wo können wir auch hin? Ich sehe aber halt sehr viel Traffic. Ah, I see. Das Ding hier, das möchte unbedingt DHCP machen. Ha. Auch eher unschön, wenn man gerade keinen Router hat, auf den man Vollzugriff hat. Ne? Aber gut, kriegen wir hin. DNS-Mask. Jo. Da sehen wir jetzt, die 084 wurde jetzt hier vergeben an dieses Gateway und damit müssten wir da auch drauf kommen. Das sieht gut aus, Lucy. Nutzername Admin, Passwort steht hinten drauf. Und jo, da sind wir. LoRa Packets, what? Ich habe LoRa Pakete empfangen. Nett. Okay, bla. Wireless, können wir das Ding hier einfach mal ans Freifunk hängen. Das klingt richtig. Save, connect, save and apply. Sollte die Kiste eigentlich auch über WLAN einen Internetzugang bekommen? Angeblich kommt er immer noch nicht ins Internet. Okay. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal unsere aktuellen Pakete, die hier reinkommen. Verbaut ist, wie wir sehen, ein SX1302, also eine Generation neuer als das, was ich selber gebaut hatte. Das sieht schon mal alles soweit ganz gut aus. Mit der IP-Adresse mache ich dann gleich von der Couch weiter. Das ist ein bisschen bequemer. Aber was wir schon mal sehen können, wir kriegen hier unsere Infos. Das hier ist jetzt von uns selber, das, was für eine Temperatur wir haben. Aber
Wenn wir hier gucken, hier ist tatsächlich ein RX-Packet, also etwas, was wir empfangen haben. Kanal 7, Frequenz, Modulation LoRa mit SF10BW125 bei 4.5er Encoding. Und das hier sind tatsächlich dann die Daten. Das ist jetzt Base64 kodiert. Können wir nicht viel mit anfangen, weil die Daten sind ja verschlüsselt. Aber wir haben ja tatsächlich gerade von irgendwem irgendwas erhalten und entsprechend weitergeleitet, in dem Fall hier an Seed Studio. Am Ende wird es dann bei TTN landen. So, auf der Couch angekommen und sieht gut aus. Ich kann das Ding erreichen und wir haben schon 10 Nachrichten hier bekommen in den letzten paar Minuten. Hier scheint eine Menge los zu sein auf LoRa. Was mich aber mehr interessiert, ist, wie gesagt, LoRa Network, denn ich möchte das an The Things Network anbinden, einfach weil das eine offene API ist und da komme ich weiter. Original, wie gesagt, SenseCap, das ist die Plattform von Seed Studio. Es ist auch möglich, das an andere Sachen anzubinden, wie zum Beispiel Amazon AWS IoT oder eben TTN. Für TTN gibt es 2 Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die eine ist Packet Forwarder. Das ist relativ einfach. Ihr richtet euch einfach in eurer The Things Network Konsole unter Gateways, hier Register Gateway, gebt die EUI ein und das war's im Endeffekt. Danach müsst ihr hier nur noch eintragen, zu welchem Server ihr wollt. EU1 ist meistens richtig und Port 1700. Das passt soweit alles. Das einfach Apply, dann läuft das. Das ist aber mehr oder weniger die alte Methode. Die hat ein paar Einschränkungen. Es gibt etwas, was mehr Funktionen hat und das ist die Basics Station. Die Basic Station, die ist jetzt dann mal verschlüsselt und so weiter. Das kann natürlich in manchen Situationen helfen. Und für die Einrichtung gibt es von Seed Studio selber einen Artikel hier zum Gateway Connecting to TTN, wo das erklärt ist. Die Packet Forwarder hatte ich ja gerade erklärt. Basic Stations gibt es ja auch. Im Prinzip läuft es erstmal ähnlich. Wir brauchen die EUI. Dann gehen wir auf Register Gateway. Fügen die EUI ein, Confirm, vergeben eine Gateway-ID, einen Gateway-Namen, den Frequenzplan, das ist üblicherweise der hier, Europe 863 bis 870 MHz SF9 for RX2 Recommended. Recommended klingt gut. Und dann müssen wir noch einschalten, Require Authenticated Connection. So, es gibt 2 Möglichkeiten, es gibt CUPS und LNS. LNS heißt, es werden nur Pakete gesendet und empfangen. CUPS macht das auch, aber zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, euer Gateway direkt hier von TTN aus zu konfigurieren. Ich mache es für CUPS und Register Gateway müsste funktionieren. Am Ende gibt es ja einen Download CUPS Key. Den brauchen wir. I have downloaded the keys und jetzt steht das Ding hier als ist aktuell nicht erreichbar. Hier oben sehen wir ja disconnected. Okay, müssen wir nur noch einrichten. Die URI, das ist https://. Dann euer jeweiliger Server, also zum Beispiel eu1.cloud.thethings.network, 443. Für die Authentication brauchen wir Server Authentication und Client Token. Und hier müssen wir 2 Sachen eintragen, nämlich ein Trust und ein Token. Das Token, das haben wir eben bekommen. Das ist das Key-File, was wir bekommen haben. Der Trust ist ein bisschen schwieriger. Da müssen wir nämlich in den Dokumentationen von The Things Network die Root Certificates suchen. Ich nehme jetzt hier die Minimal Certificate List. Die ist halt immer noch 8 Kilobyte groß. Aber ich hoffe, die passt in die Kiste rein. Die öffnen wir einmal in einem Texteditor die Datei, kopieren den ganzen Kram und kopieren dann diesen ganzen Kram in den Trust. Und selbes Spielchen dann mit dem Token aus der Key-File. Und ich sehe gerade, ich habe noch einen Fehler gemacht. Ich hatte hier bei Server LNS-Server ausgewählt. Nope, CUPS-Server ist das ja. Also probieren wir das nochmal. So, und was ich gerade gesehen habe, fail to retrieve TCURI from CUPS. Okay, was heißt das jetzt? Naja, tatsächlich, der Fehler steht auch in der FAQ. This error is due to incorrect API key configuration in LoRa Basic Settings. Wenn wir nämlich nochmal auf unsere Konsole gehen, dann hatte ich eben, wie ihr eventuell gemerkt habt, einfach nur den CUPS angelegt. Wir brauchen aber in den General Settings auch den LNS API Key.
Den hätten wir beim vorherigen Step direkt mit generieren müssen. Ich habe es euch ja auch eingeblendet. Ich mache es jetzt gerade einmal manuell. Neuer API-Key, API-Keys hinzufügen, neuer API-Key, irgendein Name und dann hier Link as Gateway to the Server for Traffic Exchange. Den kopieren wir uns einmal und fügen den dann hier ein. Damit sollte theoretisch das Thema gegessen sein. Das heißt, mit etwas Glück beim nächsten Versuch bekommt er jetzt seinen Key und das sieht gut aus. In der Konsole steht schon Last Activity Now oder 5 Sekunden. Und auch hier auf unserer Übersicht haben wir jetzt 2 grüne Haken. Fein! Das heißt, unser Gateway sollte jetzt online sein. Wir können ja mal hier auf Live Data gehen. Und hier sehen wir Received Uplink Message. Da kam tatsächlich etwas rein. Also wir empfangen jetzt hier Daten und leiten die entsprechend an das TTN-Stack. In dem Fall hier. Das heißt also auch, wenn ich meine eigenen Knoten jetzt anbinde, würden die hier drin landen und ich könnte entsprechend darüber über die einzelnen APIs hier meine Sachen abfragen, zum Beispiel Sensoren. Was ich ein bisschen schade finde, das ist, dass man nicht hier mehrere LoRa-Netzwerke eintragen könnte. Ich bin jetzt ja zu TTN verbunden. Es wäre cool gewesen, wenn ich zum Beispiel neben der Basic Station hier auch noch einen Packet Forwarder an einen anderen Host machen könnte, sodass ich hier zum Beispiel meine eigenen Knoten auch mit einem lokalen Broker machen könnte. Aber das scheint leider nicht vorgesehen zu sein. Wir können tatsächlich nur immer an einen Dienst weiterleiten. Na gut, funktionieren scheint er aber. Wir sehen zwar jetzt hier einen CRC-Fail, da hat er was nicht sauber empfangen. Aber ansonsten sieht das alles gut aus. Hier flattern immer mehr Nachrichten rein. Ich sagte ja, hier ist richtig viel Betrieb. Und noch kurzer Nachtrag aus der Zukunft hier. Ich habe das Ding jetzt schon ein paar Tage laufen und das sieht sehr viel besser aus, als ich mir das vorgestellt habe. Also die Reichweite scheint da super zu sein. Ich hatte hier in der Spitze 135 empfangene Nachrichten. Das war auf meinem Schreibtisch. Ich habe dann die Antenne auf ein Fenster im Dachboden verfrachtet. Da dürfte das dann nochmal was Reichweite bringen. Und man erkennt eventuell rechts den ersten Balken. Ja, 167 Nachrichten innerhalb von einer Stunde. Das ist ein bisschen mehr, als ich vermutet habe. Aber leider die meisten davon für mich oder das komplette The Things Network sinnlos. Denn wenn wir hier mal hier drauf gucken, dem, was ich empfangen habe, gerade mal 3,4% der Nachrichten, die bei mir eingehen, die gehören zum The Things Network. Über 96% der Nachrichten stehen aber hier unter Experimental. Ich gehe sehr stark davon aus, dass dieses Experimental hauptsächlich Sensoren sind vom lokalen Landkreis. Die haben im Zuge ihrer sogenannten Digitalisierungsoffensive jede Menge Sachen in die Gegend geschmissen, die eben auch auf LoRa basieren. Aber zumindest mein letzter Stand ist das Netz komplett geschlossen. Man kommt als Außenstehender nicht dran. Die Daten sind meines Wissens auch nicht Open Data oder irgendwie einsehbar. Und viele von den Sensoren, hier ob ein Parkplatz in der Innenstadt belegt ist oder nicht, ich bin mir da jetzt noch nicht so sicher, was da die Aussagekraft sein soll. Na gut. Deutet aber auf jeden Fall schon mal darauf hin, dass ich hier definitiv dann eine größere Reichweite habe. Ich habe jetzt auch selber schon mal auf Wegen, die ich ohnehin fahre, ab und zu mal einen LoRa-Knoten mitgeholt und habe mal geguckt, wie es aussieht. Also bisher 6 Kilometer Strecke ist schon mal drin gewesen. Ich gehe davon aus, dass das auch noch deutlich weitergeht. War ich halt bisher noch nicht. Muss ich dann mal, wenn ich einen richtigen Tracker mir gebaut habe, vornehmen und eine größere Tour machen. Und ja, ich würde sagen, ich kann mich dann jetzt daran machen, auch die Clients zu bauen. Das Gateway ist auf jeden Fall schon mal online. Hat hier, wie wir sehen können, ordentlich Traffic drauf. Und ich würde sagen, damit tut das Ganze auch, was es soll.